Hallo zusammen, willkommen zurück bei einer weiteren Runde Ark. Oh Mann, habe ich Bock drauf. So, drauf, Bock drauf. Alle Klärchen. Mein Mann. Ich habe wieder richtig Lust auf Ark, das macht so Spaß im Momentan. So, den Teleporter nehmen wir jetzt mal mit. Das letzte Mal sind wir nur noch ein bisschen rumgelaufen. Beziehungsweise das letzte Mal bin ich ja gestorben in der letzten Folge, genau. So, und zwar, ich dachte mir, wir fliegen jetzt mal ein bisschen noch die Wüste ab. Vielleicht finden wir noch ein hübsches Plätzchen, wobei ich mit dem Plätzchen eigentlich schon ganz zufrieden bin eigentlich. Andererseits wollte ich eigentlich ein hübsches Plätzchen mit... Was ist das denn? Eine Höhle oder ein Durchgang? Bin ich mal neugierig. Irgendwo rennt hier ein Neo-Tyrannus rum. Das ist ja mal ein nettes Plätzchen. Hier wären wir total sicher, aber nein. Ich wollte ja ein hübsches Plätzchen mit einer hübschen Aussicht, genau, so war das. Gut, dann fliegen wir mal eine Runde hoch. So. Jo. Ich könnte es mir natürlich auch da hinten auf dem Berg gemütlich machen, aber nein. So, jetzt mal gucken. Ich habe ja noch... nach der letzten Aufnahme habe ich noch ein, zwei interessante Tiere entdeckt. Irgendwo war da... Oh, hallo. Was hast du für ein Level, mein Guter? Nur noch mal ran. Hübsch ist er. Nicht zu nah ran, wenn es geht. Oh, warte, ich muss aufpassen, nicht, dass der Vogel gleich sich vor Angst in die Hose macht. Irgendwo da unten lief noch eine rote Katze rum. Die sah auch richtig nice aus. Ich hoffe nur, sie ist wieder immer noch da. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Der rote Argentavis, den wollte ich eigentlich auch haben. Auch wenn er so ein niedriges Level hat, aber er hat eine hübsche Farbe. Das ist schwierig. Das ist eine Zwickmühle. Eigentlich wollte ich nur noch Vögel mit mindestens Level über 100. Ah, die roten Morello-Tops sind auch noch da. Alles klar. Huch! Ich hab Golem geweckt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beim Schlafen stören. So, der rote Argentavis ist da hinten auch noch. Dann muss die rote Katze eigentlich auch noch da sein. So, warte mal. Hier ist doch eigentlich relativ hübsch. Oh, guck mal, der Para, was ist mit dir? Hängst du fest? Die sehen immer so verschlafen aus. Nee. Lass mich in Ruhe. So, ich sehe schon, ich komme wieder nicht vorwärts. Weil ich jetzt die ganze Zeit wieder nur rumlabern, rumfliege. Dann schaffen wir endlich mal anfangen zu bauen hier. Sollte ja eigentlich nur eine kleine Wüstenbasis werden hier, so ein kleines Zuhause, hier in der warmen Wüste. Falls es uns im Redwood mal zu langweilig wird oder zu kalt, können wir einfach mal schnell hier rüber zappen. Dann haben wir es warm. So, hier ist eine hübsche Aussicht, aber hier ist kein Wasser. Das ist das Einzige, was mir nicht passt, ist, dass hier kein Wasser ist. Wenn hier der Wasserader wäre, würde ich sagen, alles klar, hier. Ich weiß nicht, Öl brauche ich nicht unbedingt, obwohl, naja, wer weiß. Schaden könnte es eigentlich nicht, aber... Naja, was soll ich mit einer Ölader, ne? So. Hier gibt es schon... Komm, wir fliegen mal darüber auf den Hügel da. Mal gucken, wie es da hinten aussieht. So viel Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Ja, mir ist heiß. Ich weiß... Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, ich habe mir das Wüstenmützchen noch schnell gecraftet. Ich war ja wieder eine Runde offscreen am Bauen im Redwood. Aber das machen wir dann, das zeige ich euch dann ein andermal. Jetzt werden wir erstmal noch ein paar Folgen hier in der Wüste rumeiern. So, warte mal, hier ist doch eine schöne Wasserader. Jetzt pass mal auf. Hier haben wir auch eine schöne Plattform. Naja, nur Bäume bietet sie nicht.
So, wie ist denn die Aussicht hier? Naja, wir sind trostlos. Ein bisschen trostlos. Da hinten sieht es auch nett aus. Ja. Oh Gott. Der Ausdauer vom Vogel ist ja niedrig. So, komm, jetzt fliegen wir mal noch da auf den Hügel. Oh, da ist schon wieder ein... Das sind sogar zwei. Da ist da links liegt noch mal einer. Hier, ein Golem. Muss ich mir auch unbedingt einen zähmen? Ich weiß nur nicht, wie man die Drecksviecher zähmt. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist doch auch ganz hübsch. Hier sieht's nett aus. Die Aussicht ist auch... Sollten wir doch trotzdem mal landen hier. So, jetzt lassen wir den mal kurz die Aufdauer aufladen. Was ist denn heute los? Furchtbar. So, das muss reichen. So, hier, bist du stinkig? Ja, du bist stinkig, alles klar. So, ich möchte auch nur einen hübschen Platz. So, hier, irgendwo nah am Wasser. Da unten, nein. Also es sollte ein Plätzchen sein, wo wir locker zu Fuß hoch und runter kommen. Fangen dann auch mit den Tieren. Ich habe mir ja ein bisschen vorgenommen, in der Wüste nicht allzu viel zu fliegen. Einfach nur so, aus Spaß. Ja gut, ich könnte mir nicht... Deswegen muss ich gucken, dass ich nicht allzu hoch auf irgendeinem Berg... Oh, hier ist es auch hübsch. Hier ist es doch auch hübsch, aber da hinten ist ein Golem. Stimmt, den habe ich letztens schon gesehen. So, wieso ist auf den Bergen hier keine Wasserader? Das passt mir gerade überhaupt nicht. So, was sind da? Nochmal hier die Stachelschweine. Miezekatze. Oh Mann. Okay, ich sehe schon, das wird nichts. Also wenn, dann würde ich schon gerne in der Nähe von einer Wasserader bauen. Das wäre schon nicht schlecht. Na gut, passt auf. Wir machen das jetzt so. Wir drehen wieder ab. Drehen wieder um. Gehen zurück. Habe ich den Teleporter nicht mitgenommen? Ich glaube ja. Da liegt ein Kanoei. Ein Kanoei. Weg mit dir. So. Halt, das nehmen wir mit. Auf jeden. So, da hat der Vogel auch schon wieder ein Level ab. Uiuiuiui. Komm, da kriegt man noch ein bisschen mehr Ausdauer. So, das Kanoei, das nehme ich definitiv mit. Für den nächsten Bären oder so. Was kann ich, was kann man mit dem Kanoei noch zähmen? Ich habe gerade echt keinen Schimmer. Oh, der ist ja hübsch. Achso. Nee. Level 20, der ist immer schlimmer als der Level 50er. 90er. Was ein Jammer. Ich denke mir gerade, warum. Es muss ja nicht unbedingt ein Berg sein. Ich könnte ja theoretisch eigentlich auch irgendwo auf dem Boden bauen. Es muss ja nicht immer ein Berg sein oder irgendwo oben. Wobei, in der Wüste ist schon ein bisschen gefährlicher als sonst wo. Hier sieht es doch auch ganz nett aus. Es ist fast auf dem Boden, wenn jetzt hier noch eine Wasserader wäre. Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber... Ist das Salz, glaube ich, ne? Sieht aus wie Salz. Jawohl, Rohsalz. Komm, das nehmen wir jetzt einfach gleich mal mit hier. Wer weiß, wird es bestimmt brauchen. So, jetzt pass mal auf. Die Steine brauche ich jetzt erstmal nicht. Obwohl. Na gut, ich kann es ja tragen. Kein Problem. Ich kann es ja tragen. So, jetzt gucken wir mal. Gut, ich könnte da drüben. Da ist ja auch kein. Obwohl, da ist doch wenig denn. Apropos Wasser. So, trinken wir mal gleich mal ein Schlückchen. Jawohl. So. Ja, sorry Leute, jetzt bin ich wieder die ganze Folge rumgeflogen. Statt endlich mal anfangen zu bauen. Oh, was ist das für einer? Der ist auch hübsch.
Du hast ja auch ein hübsches Level. Zeige mal. Hübsche Farbe. Level geht so. Das ist zufällig auch ein roter Skorpion? Nee. Ganz schön viele Kanos gibt's hier. Okay, also ich stelle definitiv fest, zu Fuß ist die Wüste viel schöner, als wenn man einfach nur drüber wegfliegt. Und die Wüste ist auch um einiges gefährlicher zu Fuß. So, hier ist auch ganz schön. So, wo war jetzt eigentlich mein Berg? Wo war jetzt mein Berg mit der Wasserader? Was ist das denn? Ach, eine Motte. Ich dachte gerade, was ist das? Aber was ist hier los? Jetzt weiß ich, wo ich Obsidian herkriege. Brauche ich jetzt aber einen Moment. Da ist eine Wasserader. Hier ist auch eine Schlucht. Oh mein Gott, hier ist der Teufel los. Bam, 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 bam. So, ich glaube, das müsste... Ja, das ist der Hügel hier, da. Genau, hier. Da ist Öl. Da ist Öl. Und da ist Wasser. Und da ist eine Katze. Komm mal mit. Und tschüss. Ey, warte mal. Ciao. Vergessen sie loszulassen. Könnten wir eigentlich auch mal da gucken? Oh je. Ich will doch einfach nur ein hübsches Fleckchen. Das kann doch nicht so schwer sein. Gut, ich bin ja auch extrem wählerisch. Da ist ein Tapajara. Bin auch offensichtlich extrem wählerisch. Das ist mühsam. Das ist ein bisschen mühsam gerade. Ich stehe mir selbst im Weg. Toll, da liegt ein Golem, oder? Oh. Alter Schwede. Wenn du jetzt ein hohes Level hast. 90. Oh. Wo kommst du denn her? Der ist ja auch rot. Richtig platt. Ein Vogel kriegt dich platt. Ich glaube eher nicht, oder? Weiß nicht, kriegt mein Vogel dich platt? Schauen wir gleich mal. Komm schon. Nimmt irgendwie keinen Schaden, kann das sein? Ich sehe jetzt zumindest keine Risse oder so. Toll. Ast rein. Das hat sich jetzt also erledigt. Brauche hier nicht zu bauen, wenn jetzt hier ein Golem rumläuft. Das ist jetzt gar nicht mal so gut hier. Findest du das etwa lustig? Findest du das in Ordnung? Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße! Hui, hui, hui. Komm, wenn ich schon hier unten rum... Ei! Oh Gott, oh Gott. Vögelchen, würdest du mal... hallo. Sieht zwar cool aus, der Bursche, aber... Nimm mich mal bitte mit, danke. So, ciao, mein Freund. Oh, wo ist der Ankühl? Au! Mach mal langsam, was für ein Level hatte der? Ich weiß es nicht, aber er sieht gut aus. Nimm ihn mit. Genau. So, was für ein Level hat jetzt der Ankühl? Ich kann es nicht sehen. 90. Ja gut, den nehme ich jetzt einfach mal mit. Tja. Vom Golem vertrieben. Was ist denn hier los, Alter? Hat er mich gerade auf dem Kika? Nee. Schade. So, jetzt gucken wir einfach mal da. Wie sieht's hier aus? Da laufen Jaboas und Terrorbirds und Schweine.
Schwarzer Drache. Auch hübsch. Oh Mann, Mann, Mann. Ich könnte jetzt einfach hier bauen, ne? Ich meine, hier ist es ja eigentlich recht hübsch. Mit Kakteen und so. Oh je, Leute. Wahrscheinlich fasst ihr euch gerade alle an den Kopf und denkt euch, mein Gott. Entscheid dich. Aber wisst ihr was, so denke ich mir auch die ganze Zeit. Entscheid dich mal. So, aber den Anki hier, den nehme ich auf jeden Fall mit. Der hat eine hübsche Farbe, den zähme ich durch. Hoffe ich zumindest. Aber erstmal muss ich jetzt hier ein Plätzchen finden. Damit ich den Teleporter wieder aufbauen kann und am besten ein Plätzchen ohne Golem jetzt. So, hier direkt am Wasser. Was ist das denn? Oh, da steckt ein Känguru im Wasser, ein totes. Sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Die J-Boars hier sind auch eher lebensmüde. Könnt natürlich auch hier oben drauf bauen. Dann hätte ich mal eine schöne Aussicht und Wasser. Aber ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Oh Mann, es ist so mühsam. Es ist so anstrengend. Keine Sorge, ich finde noch ein Plätzchen. Und wenn es ewig dauert. Ganz viele. Lystrosauren, genau. Ja, ich werde noch ein Plätzchen finden. Keine. Ich mach mir da jetzt keine Panik. Und vor allen Dingen auch keine Hektik. Zwar ein bisschen ärgerlich. Gerade wo ich mich entschieden hatte, da zu bauen jetzt, macht hier mir der Golem einen Strich durch die Rechnung. Wir können uns natürlich auch da hinten irgendwo einnisten, weil da waren wir nämlich noch gar nicht. Und das jetzt ist die Frage, komme ich da jetzt überhaupt noch hin mit meiner geringen Ausdauer? Das ist eigentlich egal, wo ich mich einnisste. Die Aussicht ist eigentlich schon recht hübsch. Ich hätte halt nur gerne ein Plätzchen, das nicht allzu weit oben ist. Und wenigstens noch ein bisschen... Ja, ein bisschen sehr gut aussieht. So. Huch, was ist mit dir los? Oh Mann, ey, du bist echt ein sehr hübscher. Huch. Deswegen nehme ich den definitiv mit. So, ich halte dich erstmal auf Entfolgen. Level 90, das ist ja nicht okay. Und umso mehr Ankylos, umso besser. So, jetzt nehme ich dich wieder mit. Jetzt fliegen wir einfach mal da nach hinten und gucken mal, was da so ist. Oder vielleicht doch mal auf den Berg. Jetzt fliegen wir erstmal da hinten hin. So viel Zeit machen wir es noch. Wenn wir jetzt auf 25 Minuten strecken heute, macht es auch nicht schlimm. Hauptsache, wir finden hier ein hübsches Plätzchen. Das Einzige, was mich da hinten ein bisschen stört, ist, dass man das Schneebiom schon wieder sieht. Das war ja eigentlich nicht so geplant. Eigentlich wollte ich hier schön mitten in der Wüste. Aber hier ist auch recht hübsch. Wow. Naja, jetzt guck mal. Na gut, hätte ich jetzt ein anderes Tier, würde ich vielleicht schneller fliegen, aber naja. Ja, das ist wieder... Hier fangen wieder die normalen Bäume an. Nee, das ist alles nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Fliegen wir nochmal zurück. Könnte halt ein bisschen länger dauern. Wie er da rumhängt.
Da ist noch ein Tapechara. Oh, das sieht auch gut aus. Habe ich den Argentavis nicht eben schon gesehen? Ah, ne. Den ich gesehen hatte, der war ganz weiß. Der war ganz weiß. So. Hier sieht es auch gut aus. Abgesehen von den ganzen Katzen hier. Den Fawny Dragons. Finde ich auch ganz nett. Ganz nett. So, kommt man hier zu Fuß runter, hoch, hoch, runter. Ja, hier würde man tatsächlich runterkommen. Oder wisst ihr was? Wir flanschen uns einfach da hinten irgendwo hin. Oh, Kano. Ist eigentlich egal, wo. Überall sind gleich viele böse Viecher. Macht im Großen und Ganzen eigentlich auch keinen Unterschied. Wenn ich mir das so angucke. So, da, wo der Parazier rumläuft. Auch ganz hübsch. Haben wir da hinten noch? Da wenigstens direkt am Wasser. Ja, der Kleine ist auch schon genervt. Ja, der einzige Nachteil jetzt nicht. Hier gibt es ganz schön viele Sarkos, aber. Hier wäre halt auch ein hübsches Plätzchen. Obwohl, jetzt gibt es keine Sarkos mehr. Jetzt sind hier nur noch Morelltopse. Morelltopsen. Es wäre zumindest am Wasser. Aber ja, Sarkos und so, genau. Das war das Problem hier. So. Ich lande jetzt hier erstmal nochmal. So, du renn mal nicht zu weit weg. Ich hol dich gleich wieder. Brauchst dir gar keine Hoffnung machen. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte die komplette kleine Insel hier für mich beanspruchen. Dann müsste ich eigentlich nur mal ein Stückchen trinken. Ne, was essen müsste ich? Das gute Hammelfleisch. So, dann, ja, dann müsste ich eigentlich nur hier tatsächlich ein bisschen ja, ein bisschen Mauer ziehen. Wo will denn der hin? Glaubst du aber nicht, dass du hier wegkommst. Aber eigentlich ist es hier ganz hübsch. So, jetzt hole ich mir aber erstmal meinen Ankylo wieder. Wo ist denn der? Da. So, komm mal mit. Alles klar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe jetzt mein Plätzchen gefunden oder mich entschieden. Ja, wer es glaubt, wird selig. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich fliege jetzt tatsächlich noch ein bisschen rum und guck mal nach. Oh, da hinten rennt ein Känguru weg. Du bleibst schön hier. Du bist auf jeden Fall noch gezähmt. Ja, und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao, ciao.